Hallo, ihr lieben Löwen, herzlich willkommen zu eurer Wochenlegung vom 22.03. bis zum 28.03.2021. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich. Und für alle, die neu sind, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr auch dabei seid. Meine lieben Löwegeborenen, wir starten eure Wochenlegung mit dem Engel- und Ahnen-Orakel. Ja, da schauen wir, um was es geht bei euch, was ihr für eine Überschrift habt. Ganz wichtig, die Hauptthemen für eure Wochenlegung sind das sozusagen. Dann habe ich hier zwei verschiedene Tarotkartendecks. Ja? Mit dem einen schauen wir uns an, um was es geht, und das andere, damit klären wir. Also wir schauen sozusagen ein bisschen in die Tiefe. Dann habe ich hier die Everyday Witch Orakelkarten, und mit den Karten möchte ich euch gerne einen Impuls geben, was ihr für euren Prozess in dieser Woche tun könnt, um, ja, um diesen Prozess zu unterstützen. Ja, gut. Alle, die neu sind, ich freue mich, dass ihr hier seid, und ich freue mich auch über Likes und über eure Abos, damit ihr keine Legung mehr von mir verpasst. Weil das zeigt mir immer, dass ihr mit meiner Legung was anfangen konntet, beziehungsweise dass ich euch unterstützen helfen konnte. Und das ist für mich wichtig, wisst ihr, liebe Löwen. Deswegen mache ich das auch, damit ich euch unterstützend helfen kann, um euch einen Impuls zu geben in eurer Situation. Für alle die, die mich noch nicht kennen, schaut mal unten in der Infobox nach. Da habe ich euch alle wichtigen Informationen aufgeschrieben zu meiner Arbeit, was ich noch außerhalb der Kartenlegung mache. Da könnt ihr gerne mal auf meiner Homepage nachschauen. Und wer gerne eine private Legung haben möchte von mir, der kann mich sehr gerne über WhatsApp anschreiben, natürlich auch über E-Mail, je nachdem, wie ihr das gerne möchtet. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr hier seid. So, lasst uns gemeinsam schauen für die Woche. Um was geht es? 22. bis 28.03. Gibt es da noch eine Karte? Wow. Gut. Also, ihr habt einen Prozess zu begehen, wo ihr standfest bleiben sollt. Ihr wisst am besten, um was es geht. Wir schauen gleich in die Karten. Einmal Berge, bleib standfest. Und dann haben wir einmal Schutzengel. Du bist nicht allein. Also, wenn du eine Situation hast, die für dich schwierig ist, dann darfst du sehr gerne deinen Schutzengel, die lichtvolle geistige Welt, um Unterstützung bitten. Und sagen, liebe geistige Welt, liebe lichtvolle geistige Welt, bitte unterstützt mich in diesem Prozess, in dieser Woche. Und diesen Prozess, den schauen wir uns jetzt mal an. Um was geht es denn bei euch, Löwen? Okay. Ihr startet mit dem gehängten Mann. Mit dem Rat des Schicksals. Also das, was ihr da erlebt, ist gerade eine schicksalshafte Geschichte. Das soll so sein. Da sollt ihr was daraus lernen. Und dann nehmen wir die zwei Karten, die rausgefallen sind. Sehr energiereich. Wow. Einmal vier der Münzen und einmal der Tod. Und dann hätte ich gern noch eine Karte. Bitte. Ja, Page der Münzen. Hohe Priesterin. Sehr schön. Die zweite Reihe. Dann geht es weiter mit vier der Kelche. Vier der Schwerter. Der Hierophant.
3 der Stäbe. Ein 7 der Schwerter. So, 6 der Kelche. Okay, so meine lieben Löwen. Hier geht es um eine Situation, die du dir aus einer anderen Perspektive aus anguckst. Es war eine sehr unschöne Situation, weil du sollst standfest bleiben. Das heißt, es könnte was sein, mit dem du nicht gerechnet hast, wo du jetzt sozusagen so ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren hast, dir diese Situation aus einer anderen Perspektive aus anschaust. Und dann kommt da jemand, der dir ein Angebot machen will, um dir zu helfen, tada, vielleicht auch ein Lichtarbeiter oder ein lichtvolles Wesen und möchte dir letztendlich ein Angebot machen und du siehst es gar nicht, weil du mit dem, dass du das aus der anderen Perspektive siehst, mit der Situation total beschäftigt bist. Du bist gar nicht dazu in der Lage, das Angebot zu sehen oder anzunehmen. So. Ja, dieser Zustand ist schicksalshaft, definitiv. Und du ruhst hier total in dir. Siehst du das? Du überdenkst das, du guckst dir das an. Und zwar ziehst du dich dahingehend erstmal noch nicht ganz zurück. Du bist noch hier sehr überlegend, sagen wir mal so. Ja? Warum passiert mir das? Was habe ich getan? Also du reflektierst hier in diesem Zustand, ja? So. Und in dem Zustand des Reflektierens ziehst du dich zurück. Ich muss das wieder zeigen. Und es möchte jemand Kontakt mit dir aufnehmen, der dir aus dieser Situation hilft. Warte mal, ich muss mal gucken, wie ich das am besten halte. Ja, es möchte dir jemand helfen. Siehst du das? Das kann ein, wie gesagt, ein Lichtarbeiter sein, das kann ein Freund sein, der sehr spirituell ist. Ja, aber das siehst du nicht, weil du total hier in diesem Zustand verharrst. Wie gesagt, du bist da noch nicht in der Lage zu, Anfang der Woche das zu sehen. Deswegen, du bist nicht alleine. Also du ziehst dich zwar zurück, um zu überlegen, aber die Hilfe, die ist definitiv da für dich. Du musst sie letztendlich, nee, müssen nicht, aber du kannst sie zulassen, wenn du bereit dazu bist. Und du spürst, dass du in dieser Situation einen Neuanfang machen möchtest, einen Cut machen möchtest und du guckst dir das erstmal an. Wenn du, und dazu ist dieser Zustand hier, wenn du jetzt diesen Neuanfang machst, stell dir vor, du liegst jetzt hier, ja, du stellst dir jetzt hier diesen Neuanfang vor und stellst dir vor, ja, wenn jetzt dieses Schiff die Route einschlägt, die ich gesagt habe, wie geht es denn dann weiter? Was passiert denn dann? Ja, also du beschäftigst dich damit und bleibe auch standfest dabei. Ja, hier. Weißt du, aus jedem Berg wird irgendwann mal ein Stein. Und aus jedem Stein wird irgendwann mal Sand. Nur mal so nebenbei. Ne? Und dann sagst du dir, ja, okay, ich versuche mich da mal, aber mit deinem ich versuche mich da mal musst du ein bisschen aufpassen. Und es ist ganz gut, dass du hier hingehend sehr auf dein Bauchgefühl hörst, weil hier wird mit nicht ganz so ehrlichen, wie soll ich sagen? Es wird hier nicht so mit ganz so ehrlichen Mitteln gespielt bei dir. Ja, also da pass bitte auf, weil da ist man nicht ganz ehrlich mit dir. Du versuchst dich zwar, auch gerade im finanziellen Ding, aber da musst du ein bisschen aufpassen. Ja? So, nur mal so als Input. Ja, und dann schaust du dir auch intuitiv, wie ich hier gesagt habe, du hast ein gutes Bauchgefühl, schaust dir auch an. Was habe ich denn? Was haben wir uns denn erarbeitet? Ja, geben und nehmen. Um was geht es denn hier? Ja, also du arbeitest in dieser Woche sehr wohl mit dir, an dir. Bedingt durch diese Situation, durch diese Unehrlichkeiten. Du hinterfragst viel.
Warum war das so? Was? Wozu schicksalshaft? Ja, was war das jetzt für eine Lernaufgabe für mich? Aber bleib standfest oder standhaft. Ja, genau. Und hier auch. Mach doch einfach. Mach doch einfach mal nach, was dir ist. Ja? Und wenn du ins Wasser gehst, hatte ich gerade eben schon mal gesagt, und wenn du ins Wasser gehst und durchs Wasser springst oder Kneippbäder oder Fußbäder zu Hause auf der Couch, egal, tu dir was Gutes. Tu dir das, was dir Freude bereitet. Weil dann hast du natürlich auch die Kraft, um standfest zu bleiben. Okay, also es ist nichts hier in dieser Woche, was ihr nicht hinbekommt. Versuch einfach die Hilfe anzunehmen. Guck mal, auch hier die Karte, was ich gerade gesagt habe, Hilfe annehmen. Na, dann tanzt du halt zu zweit. Du bist ja nicht alleine. Ja, auch hier. Du bist nicht alleine. Gucke da. Mehr Bestätigung gibt es gar nicht. Versteht ihr, was ich meine? So, und in diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Woche. Ich weiß, dass ihr das schafft. Und es wäre schön, wenn ihr mir die Info geben würdet, wenn ihr mit dieser Legung in Resonanz geht. Und ansonsten, wenn ihr möchtet, sehen wir uns die Woche drauf wieder. Macht's gut, bis denn. Ciao.